Haben Sie das gelesen? Die Linke will St. Martin abschaffen. Der Hilliard Sintermet ist hat vorne jude Mann, der auf die Kinder kätze und schoss sie selber an. Kennen Sie nicht, ne? Doch ein paar hier kommen aus Köln. Ja, das ist ein kölsches Weihnachtslied. Kennt eigentlich jeder hier. Ja. Wenn es nach den Linken geht, dann bleibt von St. Martin nur noch der rote Mantel. Ja. Was war denn daran jetzt lustig? So, ja, die Linken wollen Folgendes. Die wollen den Namen St. Martin abschaffen, ja, damit andere Religionen nicht diskriminiert werden. Die wollen den Namen St. Martin abschaffen und St. Martin anders benennen, nämlich in Sonne, Mond und Sternefest. Ja, das heißt, Weihnachten heißt dann auch ab sofort das große Fess-Fress- und Auspackfest. Ja, dann gibt es noch das bunte Eierfest, kommt danach dann. Oder? Karneval wird auch umbenannt in das große Verkleiden, Saufen und Fickenfest. Was haben wir noch? Hier, Nikolaus, das große Stiefel vor der Tür fest. Und dann, ja, am besten machen die Linken das so. Wir geben den Linken einen Teil von Deutschland, ja? Die bauen sich eine Mauer außenrum und dann können die machen, was sie wollen. Oder? Gute Idee. Hätte man mal früher drauf kommen müssen. Dann die klassische Frage, welches Schwein hätten es denn gerne? Ja, bring es, Stefan. Nein. Doch, mach ruhig. Das mit der Brille. Ja, vielen Dank dazu. So, wir spielen im klassischen, oder hat ein bisschen gedauert heute. Ja, viele kennen das Original ja nicht mehr, das ist eigentlich ein alter Otto-Witz.